Herr Pohl, das weltweite Logistikunternehmen Hellmann ist ein Begriff in der Branche. Sie sind Geschäftsleiter des Bereichs Hellmann Process Management mit mehr als 2500 Kunden. Womit beschäftigt sich dieses Geschäftsfeld von Hellmann? Ja, ganz nach unserem Slogan, wir schließen Kreisläufe, damit Ihr Geschäft gewinnt, beschäftigen wir uns seit über 20 Jahren mit dem Recycling und der Aufbereitung von Elektro- und Elektronikschrott. Das ist unsere Kernkompetenz. Diese Bereiche sind bei uns aufgeschlüsselt in den B2B-Bereich, in den B2C-Bereich. Es geht also einmal um die Entsorgung von den Haushaltsgeräten, die wir alle als Bürger nutzen. Auf der anderen Seite geht es aber auch um den gewerblichen Elektronikschrott, der in verschiedenen Bereichen anfällt. Neben diesem klassischen Recycling haben wir einen weiteren Produktbereich, das Umweltconsulting, wo wir uns zum einen mit Dienstleistungen rund um das Thema Produktverantwortung kümmern, auf der anderen Seite aber auch unser Fokus auf das Thema Stoffstoffmanagement sehr stark legen. Und der letzte Bereich, das sind umweltnahe Dienstleistungen, da fällt zum Beispiel die Entsorgung von schwachradioaktivem Material hinein. Abschließend möchte ich unsere Tätigkeit noch einmal zusammenfassen. Auf der einen Seite ist da die Produktverantwortung, die viele unserer Kunden letztendlich im Tagesgeschäft erleben. Das sind Batteriegesetz, das ist die Verpackungsverordnung, aber auch das Elektronikschrottgesetz. Und auf der anderen Seite ist es der steigende Bedarf nach Rohstoffen. Hier sehen wir mit dem Schaffen von sekundären Rohstoffen im Recyclingprozess eine Zukunftssicherung für Deutschland. Für welche Branchen sind Sie hauptsächlich tätig? Unsere Schlüsselbranche ist von Anfang an die Elektro- und Elektronikbranche. Später im Laufe der Jahre kam die Automotive-Branche hinzu. Aber wir arbeiten auch für Banken, Versicherungen, Dienstleistungsunternehmen. Das ist unser Kernfokus. Eines Ihrer Dienstleistungsschwerpunkte ist das Stoffstrommanagement. Was genau verbirgt sich hinter diesem Begriff? Ja, das kann man ganz einfach auf den Punkt bringen. Wir gehen in die Unternehmen rein, schauen uns deren Abfallströme an und dann geht es ans Optimieren. Das heißt, unsere ausgebildeten Consultants schauen sich die einzelnen Abfallbereiche an und das Ziel ist natürlich in erster Linie, aus einem Abfall, der heute noch beseitigt wird, einen Abfall zu machen, der verwertet wird. Oft ist es dabei auch so, dass wir Abfälle völlig reduzieren können, indem wir Produktionsprozesse begleiten. Ein Element dieses Stoffstromoptimierungssystems ist natürlich auch Kosten zu sparen. Das interessiert natürlich den Unternehmer. Was habe ich letztendlich am Ende davon? Und wir haben Einsparungspotenziale von 35-50%. Und gerade in letzter Zeit bei neueren Projekten konnten wir auch das Thema CO2-Reduzierung sehr eindrucksvoll beweisen, dass auch hier bei einem sinnvollen Abfallmanagement sich auch CO2 einsparen lässt. Herr Pohl, können Sie uns ein praktisches Beispiel eines Referenzprojektes nennen? Ja, mir fällt da spontan ein der Deutsche Paketdienst. Wir sind hier vor circa 3 Jahren angesprochen worden, ob wir uns auch vorstellen können, für ein Logistikunternehmen eine Stoffstromoptimierung durchzuführen. Das Ziel war dabei, dass wir uns die 60 Depots in Deutschland anschauen und deren Abfallströme optimieren. Und das haben wir sehr erfolgreich gemacht. Wir haben dort Einsparungspotenziale von ca. 45% gehoben. Gleichzeitig konnten wir während dieser Optimierung Mitarbeiter schulen im Bereich Gefahrstoff. Neben der Kosteneinsparung und der CO2-Reduzierung gab es einen weiteren sehr schönen Effekt. Der DPD Deutschland hat sich an einem Qualitätsaward beteiligt, der französischen Post, und konnte hier auf Anhieb den ersten Platz belegen. Ein schönes Ergebnis auch für unsere Mitarbeiter. In Ihrer Unternehmensbroschüre steht, dass Sie auch Menschen mit Behinderung eine Perspektive bieten. Was ist der Beweggrund für dieses Engagement und wie setzen Sie die unterschiedlichen Fähigkeiten dieser Mitarbeiter ein? Ja, wie so oft kommen Ideen von Mitarbeitern. So war es auch exakt im Jahre 1991. Es gab ein Projekt in Celle und einer unserer Mitarbeiter hatte die gute Idee, dort bei diesem Projekt im Bereich des Recyclings von Elektro- und Elektronik-Altgeräten die dortige Lebenshilfe mit einzubinden. Und so wurde aus einer Idee eine langjährige Partnerschaft, die nunmehr über 20 Jahre anhält. Und man muss sich das so vorstellen, wir haben dort Elektro- und Elektronik-Altgeräte, die aufbereitet werden. Und es ist für die Mitarbeiter mit einer Behinderung eben eine sehr effiziente Arbeit. Man muss verschiedene Werkzeuge benutzen. Und es ist eben wesentlich interessanter, als beispielsweise jeden Tag nur Kartons zu verpacken. Verantwortung und Nachhaltigkeit scheinen wichtige Themen für Sie zu sein. Wie füllen Sie diese Namen oder diese Begriffe mit Leben? Ich starte zunächst mit dem Bereich der Verantwortung. Hier haben wir ein sehr schönes Beispiel aus der Praxis. Gemeinsam mit den Mitarbeitern von Hellmann Process Management werden wir in diesem Jahr für den Familientreff hier in Osnabrück, der katholischen Bildungsstätte, für Kinder mit Migrationshintergrund einen neuen Spielbereich bauen im Außenbereich mit einem Sonnensegel. Das ist so ein schönes Beispiel aus dem Bereich der Verantwortung. Im Bereich der Nachhaltigkeit arbeiten wir seit vielen, vielen Jahren mit Kunden, mit Lieferanten, mit gemeinnützigen Einrichtungen zusammen. Das heißt, das ist der Schlüssel zum Erfolg, die Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit natürlich auch im täglichen Business können wir sehr schön nach außen hin kennzeichnen, indem wir uns sehr früh haben zertifizieren lassen im Bereich EFB, Entsorgungsfachbetriebeverordnung, die ISO 9001, aber auch ein Umweltmanagementsystem nach 14001.